Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Vorhand. Ich sehe relativ häufig immer dieselben Fehler bei der Vorhand. Heute sind sie mal in einem Video für dich zusammengefasst. Ich zeige dir 4 mögliche Fehlerquellen bei der Vorhand, die verhindern, dass du mit der Vorhand deine komplette Power entfalten kannst. Einer der häufigsten Fehler ist die falsche Fußstellung. Früher hat man gesagt, dass das linke Bein vorne ist, dass man eine geschlossene Stellung, so nennt man das, spielt. So dass das linke Bein vorne ist. Man hat aber dann gemerkt, wenn das linke Bein vorne ist, kann ich hier gar nicht mit der Hüfte weiterschwingen und kann so natürlich gar nicht die volle Power meiner Vorhand generieren, als wenn ich den Schritt weiter hier hinsetze. Also merke dir, das linke Bein kann ruhig vorne sein, nur nicht vor dem rechten Bein, weil hier bin ich in der Hüfte blockiert. Versuch vielmehr eine Schrittposition zu haben, wo du schlagen kannst, wo die Hüfte frei ist, die danach auch mit in den Schlag integriert werden kann. Ein weiterer häufiger Fehler bei der Vorhand ist, dass die Arme gegenseitig arbeiten. Das sieht dann so aus, als würde man sich beim Ende des Schlages umarmen. Versuche, wenn du die Vorhand spielst, den linken Arm ruhig mit auf die Seite zu nehmen und dann mit beiden Armen gleichzeitig die Beschleunigung anzusetzen, sodass der linke Arm dahin weiter schwingt und dich nicht hier in deiner Vorhand blockiert, sondern auch hier kannst du nicht die volle Power deiner Vorhand ausnutzen. Achte darauf, dass das linke Bein vorne nicht den Boden verlässt. Jetzt hast du gerade in der Ausführung gesehen, dass das linke Bein immer beim Schlag mit nach hinten gezuckt ist, sodass auch die linke Hüfte mit nach vorne gegangen ist. Die Hüfte muss nach vorne gehen, aber auf der anderen Seite. Versuch ruhig einen Stand zu wählen, wo du das Gewicht nach vorne verlagern kannst und dann hier auf der Seite durchzuschwingen. Dabei bleibt das linke Bein immer am Boden. Ansonsten verpufft nämlich auch hier die Spannung, die du aufgebaut hast, weil hier die feste Drehachse auf der linken Seite fehlt und ich dann so dann rausdrehe. Eine weitere Fehlerquelle hierbei wäre auch gerade, wenn ich auch jetzt hier in das Drehen auch gehe, dass der Ball unkontrolliert auf der anderen Seite ins Aus gehen könnte. Ein weiterer häufiger Fehler bei der Vorhand ist, dass du das Handgelenk zu steif angestellt hast. Das Handgelenk kann nur dann seine volle Beschleunigung entfalten, wenn das Handgelenk frei schwingen kann. Heißt, versuche nicht hier im Handgelenk den Schläger anzustellen und dann deine Vorhand zu spielen, sondern lass den Schläger hängen und dann beginnt die Beschleunigung als allererstes über die Hand und schwingt dann über die Schulter weiter. Das waren die 4 Hauptfehler bei der Vorhand. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, gerne auch ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.